Guten Tag, liebe Menschen. Bei 120 Fraps gerade eingependelt, mache ich jetzt direkt weiter mit dem nächsten Game, nach dem nicht ganz so geilen und nicht ganz so trippigen, aber gut. Immerhin etwas trippigen. Dadurch teilweise ganz nettem Over the Void. Und jetzt gibt es Universal History of Light. Und auf dieses Spiel bin ich ganz, ganz, ganz besonders gespannt und hyped und hooked. Denn der Typ dahinter oder die Typen dahinter, wer auch immer das ist, heißen Increpair Games. Und die haben ungelogen ungefähr, weiß nicht, 200 Spiele oder so gemacht. Alle kostenlos als Freeware. Alle artsy as fuck, merkwürdig. Teilweise mit viel Inhalt und Social Commentary und Story und so. Teilweise ohne, teilweise einfach nur merkwürdige Minisachen. Und das hier soll auf jeden Fall wohl ziemlich einmalig sein. Auch mega trippy LSD, merkwürdig drauf. Und ja, ich freue mich, das jetzt zu erleben. Ich weiß, dass man da einen Hund steuert und das wohl Tank Controls hat und es irgendwie ums Sehen geht und wirklich um Lichtbrechung und so. Aber mehr weiß ich auf keinen Fall. Ich weiß nicht, wie lange genau es dauert. Und ja, spielen wir es einfach, ne? Ich habe keine Beschreibung zum Vorlesen. Go. Okay. Ich kann mit der Maus mich nicht bewegen. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist oder nicht. Aber ich kann mit WASD halt hier laufen und mit Escape zurück. Das war's, okay. Schauen wir uns mal um. Ich bin ein Typ, ich kann nicht raus. Mit meinem Hund dann alleine. Mit einem sehr langen Arm, scheinbar in einem Studienraum. Hier sitzen überall die Menschen. Dargestellt durch Gehirne. Und oben steht überall Light, 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 Light. Und ist der Professor oder der Dozent, der irgendwas vorträgt. Ja, so ist mein Studienleben auch, wenn ich LSD genommen habe. Und leichte Probleme mit seinem Bein. Aber okay. Und dazu dieser trippy Soundtrack. Und hinten steht scheinbar an der Tafel. Ja, da steht vermutlich Universal History of Light. Hier scheint ein leerer Platz, also gehen wir doch mal hier hin. They say that you should never use a laser pointer to play with a dog. Okay. Their brains are not capable of comprehending the existence of such incorporeal entities as a red dot of light. Okay. Das hier ist ein Laserpointer in meiner Hand. They end up going insane as. Mein Gott, die Font ist furchtbar. They end up going insane as a result. Okay. Staring at walls. Chasing shadows. Barking mad. Oh. Humanity is just as susceptible to madness in response to such mysterious stimuli. But we are slowly making progress. We will understand it. Let us start now. Mit irgendwas, keine Ahnung. Okay. Also dass man. Das mit den Hunden wusste ich wohl, stimmt auch tatsächlich teilweise zumindest. Jetzt bin ich aus der Sicht des Studenten, das ist ganz cool gemacht schon mal. Und ich denke, ich soll jetzt genau das tun, was man nie tun soll. Nämlich auf den Hund, von dem Schatten ausgeht oder ein Rauch ausgeht. Er aus dem Besitzer. Den halten. Wow. Okay, krass, geil. Jetzt ist es aus der Sicht von dem Hund wieder. Der jetzt wirklich insane geht. Wow. Okay, ich fliege. Auf ins Licht. Okay. Wow. Okay. Okay. Ich werde nie meinen Hund mit Licht spielen lassen. Du fährst klar. Welcome to the world of light. Heilige Scheiße. Das ist gruselig irgendwo und sehr strange. Nicht gleichzeitig. Holy fuck.
runterfallen und sterben. Hat also Over the Void schon mal was voraus. Welcome to the World of Light, ja. Okay, dann laufen wir mal rum und gucken, was es hier so für Sachen fürs Inventory gibt, I guess. Baubles und Carpet Beaters. News. Was ist hier? I had left a candle in my window so that you could find me. Jetzt habe ich ein friendly sprite. Not such a good idea during wartime, eh? What the fuck? Woof woof, woof woof woof. But you still found me, so I can't have been all that bad. Alter, was ist los? Es ist so viel auf einmal jetzt gerade. I missed you so much. Friendly Sprite, okay, also ich bin ja gerade auf meinem spirituellen Trip. Ich wollte das mit dem Wurfwurf nochmal machen, weil da noch irgendwas stand, glaube ich, aber ich bin auch nicht sicher. Ja, der Sprite liebt mich echt. Das ist wunderbar, dass wir hier zusammen sind. A whole autonomous region of my brain devoted to you. Wow. Jumpscare. Fuck, mich erschrocken fest. It's so good to have you back. Ein Hammer. Life has not dealt this. What? Okay, life has not dealt you a fair hand. Take this gavel. Ich hätte jetzt Hammer gesagt, aber okay, ich weiß nicht, was ein Gavel ist, leider. It will correct any injustices that might be perpetrated against you. May you both find your way home. Also entweder meint er mit both mich und mein friendly spirit, oder mich und den Besitzer. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich jederzeit den nehmen kann oder nur, wenn ich einen Spirit habe, aber ich habe es richtig gemacht auf jeden Fall, also. Gehen wir weiter mit meinem Gable. Gable of Justice. Wunderbar. Dieser Hund wird Rache nehmen, dieser Hund wird Gerechtigkeit erfahren. Sounddesign ist herrlich. Okay, der Dialog wiederholt sich immer. Wieso during wartime? Was für ein Krieg ist denn? Kann ich schwimmen oder sterbe ich dann? Ach, ist das hier gar kein Wasser? Nee. Also ein Gable ist kein Schlüssel, aber wer weiß, wie die Logik hier ist. This is a pain, right? Once human, but so tortured by agony that it lost its shape. Heilige Scheiße. I'm trying to communicate. I can try to pull its communication organ out from the pain vortex. Okay, dann mach das. Das Runterziehen, der heftige Depri-Kacke, Alter. Wow. Once human, aber hat durch den Pain seine Form verloren. Jetzt hat sie den Pain-Vortex da rausgeholt und ist den am Hacken oder was, um zu kommunizieren? Was zum Teufel, Mate? Ich werde nie einen Hund einen Laserstrahl gucken lassen. Ja, hier ist nicht viel mehr, also
hier durch den Wald, da hoch rechts. Oh. Earlier on today, I robbed a young man. Knock him right out. He didn't have much, but I stole his keys. Okay. Love. Ein Wald aus Love. Was haben wir hier Schönes? Weiß es nicht. Hier ist etwas. Nothing like taking a dump at this edge of the world. I wish I could escape this damn place, but I can't even. But I can't even imagine how one could escape. Und hier steht noch was. A cat. Fury is a dead bird in the woods, knowing its owner will not approve of the gift. But the cat cannot stop murdering birds and then burying those birds into shame. Someday the cat will murder a bird worth pretending to them. Da steht irgendwo was. Ah, das ist der Butterfly, okay. Das ist wirklich ziemlich depressives, ziemlich heftiges Zeug alles und sehr philosophisch teilweise. Sorry if I seem a bit down, my poops come across a bit grumpy when I've eaten a lot of Libra. People smell me coming now. It's like they can tell more of me from the smell of my poops than I can. From what I actually say. Das ist bei Hunden ja wirklich so. It's freezing, I would give anything to be woken up each morning in the chatter. Ring of my own teeth. Frag mich echt nicht, was das hier ist oder was ich hier mache, aber ich mag es tatsächlich. Ja, eigentlich wollte ich ja hier hochgehen. Weil da ja ein Kinderspielplatz ist. Aber... seems like I can't. I'm misusing a toilet. Yeah, okay. Ich hab die Dumps alle gelesen, was jetzt? Mein ultra einfallsreiches, markantes Intro namens Hi, liebe Leute, oder herzlich willkommen, oder hallo und herzlich willkommen bei Kokos Indie-Reihe und so, glaube ich, nie gesprochen, weil es hier so spontan entstanden ist. Was soll ich denn hier machen? Der hier ist ja definitiv irgendein Dude, aber ich kann nicht interagieren. Ist ja nicht so fürchterlich viel. Die Welt ist ja nicht so groß. Also womit soll ich schon groß interagieren? Hier war ich schon.
Ah, der pinkelt den Baum an. Korrekt, und jetzt? Jetzt, wo ich darauf achte, ist es der Schwand und der ist immer am Spuren hinterlassen und am hinten den Schwanz. Also was ich dachte, wäre das Bein am Heben, insofern pinkelt er nicht den Baum an, auch wenn das naheliegend gewesen wäre. Ich will dieses Ding da oben haben. Aber wie? Diese Tank-Controls sind echt... I doubt you can afford anything here, better rethink your aspirations, aber... Wie kriege ich diese Schilder denn weg? Wo kriege ich denn Geld her? Um mir das Ding da zu kaufen. Abgesehen von der Frage, warum ich es brauche, aber... Ich will nicht den Sinn des Spiels hinterfragen jetzt. Auf einmal hört es auf, Spaß zu machen, weil ich keine Ahnung habe, wo ich wie was machen muss und es nicht so selbsterklärend ist mehr. Was soll ich tun, Leute? So langsam ist echt die Luft raus. Also die Zuschauer sind eher schon weg, aber ich will es wenigstens selber ausfinden. Was soll ich hier machen? Warum ist hier dieser komische Schleier über dem Boden? So furchtbar viel. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Oder wo. Oder womit. Und yeah. Gegen meine Erwartung wird auch das hier kein einteiliges Erlebnis werden.